gesehen. Er hat ihn umgebracht. Wenn jetzt was sagen hat. Ja, Marcano. Vergiss es. Nicht in einer Million Jahre diente ein weißer Mann als Sklave unter einem Ithaka. Schon sehen. Du hast hier nichts zu suchen. Mit dem Drogengeld wird Dix die nächstes Jahr diese Stadt kontrollieren. Hörst du mich? Jetzt hast du den Bogen überspannt. Los, hörst du drauf! Was treibt Vierfinger da in der Kirche? Auf die Polizei und... Drüben an der Kirche gibt es jede Art von Drogen. Wenn ihr sie zerstört, verliert der Boss eine ganze Menge Moos. Schicken Sie Ihre Männer sofort! Falls jemand Langeweile hat, wir haben einen Anruf bekommen wegen eines Tötungsdelikts. Ratze kannst du nicht trauen. Zentrale Ende. Ich hab gar nichts gesehen. Überhaupt nichts. Officer vor Ort hat Verdächtigen gesichtet. Mit äußerster Vorsicht mehr. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Mafia 3. Ich entschuldige mich nochmal für letzte Folge, wo ich etwas bisschen vorweg gesprungen bin. Denn in der letzten Folge, da hatte ich ja hier schon versucht, das mit den Drogen zu regeln. Das war aber vollkommen unangebracht, denn ich hätte eigentlich ursprünglich, das habt ihr vielleicht noch in der letzten Folge gesehen, hier oben war ein roter Balken, der hätte ich einmal hinfahren müssen, hätte den Drogendealer befragen müssen und der hätte mich dann hier hingelotst. Ich habe das jetzt schon mal offscreen gemacht und ja, jetzt können wir halt direkt da rein. Im Prinzip war es wieder das Typische, wir haben einen Verdächtigen und dürfen den dann verhören. Und neu hinzugekommen war allerdings, dass wir die Möglichkeit haben, zwischen denjenigen zu töten oder denjenigen halt anzuwerben. Ich habe in dem Falle den Kerle getötet und habe $500 direkt bekommen. Ehrlich gesagt habe ich leider ein bisschen gezögert und deswegen ist er dann gestorben, aber macht ja nichts. Gut, ich würde sagen, jetzt geht's richtig los, weil eben gerade, das war ja, naja, das ist gar nicht gut. Das war jetzt nicht so wirklich. So, Kollege. Die Gewalt habe ich anscheinend immer noch auf nicht tödlich, das finde ich einigermaßen vernünftig, wenn ich ehrlich bin. Denn ich möchte ja nicht unbedingt die Leute töten. Das Schöne an der ganzen Geschichte ist, das ganze Geld, was hier rumlag, das haben wir ja in der letzten Folge schon eingesammelt, das brauchen wir jetzt nicht nochmal machen. Nur müssten wir uns jetzt nochmal Gedanken machen, wie wir hier durchkommen, ohne großartig Aufsehen zu erregen. Wer heult denn da? Und warum? Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier einfach reinlaufen können oder ob wir dann wieder eine Schießerei verursachen. Laut Informationsansicht ist da hinten nichts. Ziele. Sonderziele sind Mitarbeiter und Einnahmequellen eines Geschäftes. Eliminiere sie, um diesen Geschäften zu schaden. Solche Sonderziele werden auf deiner Karte mit dem Symbol eines Geschäfts markiert. Jedes Sonderziel besitzt Informationen über seinen Schwierigkeitsgrad, den Schaden, den du mit dem Geschäft, zuführen kannst und seine finanzielle Belohnung. Schau dir das Ziel auf dem Plan an und wäge bei deinen Angriffsplan erst Risiko und Nutzen gegeneinander ab. Okay. Gut. Wenn ihr euch noch dran erinnert, letzte Folge waren wir ja hier schon einmal. Da standen aber diese ganzen Gerätschaften, die ganzen Tische standen ja hier noch gar nicht.
Was ich übrigens auch ziemlich lustig finde, weil wir haben im Prinzip noch nicht mal eine Stunde Zeit verbracht, aber passt schon. So, und was noch da geblieben ist, ist der eine Kollege hier, den werde ich mir erstmal schnell krallen. Denn solange der hier ist, haben wir kein freies Geleit. Komm um die Ecke. So. Die Damen dürfen einmal gehen. Ihr seid frei hiermit. Ach cool, ich darf einfach nur einschlagen. Das ist gut. Aber was ich gut finde, in der letzten Folge, wie gesagt, haben wir schon das ganze Geld, die ganze Geldgeschichte gemacht. Von daher brauchen wir das heute nicht mehr. So, hier kann ich mich auch noch hinter verschanzen. Die Frage ist nur, ob die das vielleicht auch kaputt schießen. Ja, komm. Ich schlag das kaputt, ohne dass ihr es mitkriegt. Okay, warte mal, da kommen noch welche. Erledigt das, Jungs. Tja. Leicht gearscht, ne? Warte mal, ich laufe mal mit der Pistole dahin. Hol mir natürlich erstmal nochmal das Geld. So. Dann werde ich mal gucken, ob ich mir noch irgendwas hier holen kann. Waffenschrank, Eingang. Nö. Ich denke mal, da haben wir alles. Das ist die Macht der weißen Rasse. Ach, die wissen gar nicht, wo ich bin. Fick dich. So, und den letzten. Uiuiui. Gut, diesmal stelle ich mich ein bisschen kompetenter an, muss ich ehrlich gesagt gestehen. So, und der war etwas inkompetent. Aber... Wachposten alarmiert. Ui, das könnte lustig werden. Der ist nämlich gerade unten, glaube ich, reingelaufen. Ach nee, Quatsch, das war der, den wir eben gerade ausgeschaltet haben. Ich habe gerade schon gedacht, Gottes Willen. Ja, das ist gut. Dann würde ich sagen, hole ich mir dann noch das letzte Geld, was hier rumliegt. Ich wollte natürlich genau zu dem Geld hier hin, ne? Versteht sich? Apropos Geld, wo ist denn das eigentlich? Ach, hier unten. So, wo ist der letzte Gegner? Hier vorne irgendwo, oder? Ach komm, leck mich. Ich wünsche dir viel Spaß. Du bist nämlich derjenige, der daran schuld ist, dass dein Geschäft gerade ziemlich im Arsch ist. So, dann würde ich sagen, 400 Meter bis zum nächsten, naja, in Klammern Ziel. Wo ich die Karre abgestellt habe, weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube, die habe ich da vorne abgestellt. Ja, ist ja wurscht. Auf jeden Fall 400 Meter, dann können wir den Auftrag auch abschließen. So, jetzt bekomme ich auch noch Polizeispaß, das wird ganz lustig. Aber wir sind ja schon aus dem Kreis draußen, deswegen kein Problem. Wie gesagt, es tut mir ein bisschen leid, dass ich in der letzten Folge da etwas inkompetent war und da einfach reingerannt bin, ohne jegliche Kontrolle über das, was ich mache. Also sprich, ich habe eigentlich schon vorweggegriffen. Passiert mir nicht nochmal, wie gesagt, ich bitte um Entschuldigung. Aber es war auch komisch, dass mir das da angezeigt wurde mit dem Heroin. Aber halt, ja, nicht wirklich irgendwas über die Vormission erklärt wurde. Von daher, naja. Unbefugtes Betreten. So, Kollege. Dich, oh, fuck it. Das ist die Frage, kann ich den einfach so verhören? Das geht. Lass mir jetzt was von euren Dope-Deals erzählen. Der Boss hat Holzstrecker, die im Hollow agieren. Wollen wir ihn töten? Komm, wir töten ihn mal. So, und der hatte so viel Schiss, dass er gar nichts getan hat. Finde ich gerade ein bisschen lustig. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der überhaupt nichts mehr tut, aber auch in Ordnung. Dadurch sind wir wenigstens nicht gestorben. Jetzt haben wir wieder weitere Informationen, wo sich der Boss aufhält, nämlich im Hollow. Und
Ich dachte eigentlich gerade, dass ich die Mission beenden würde dadurch. Aber im Gegenteil. Verfolgung beenden. Suche abbrechen. Dankeschön. Ich wiederhole. Verfolgung beenden. Suche abbrechen. Und Streifendienst wieder aufnehmen. Genau, danke Polizei. Ich dachte gerade, ich würde mit der Mission, die ich hier gerade gestartet habe, also wo ich gerade hingelaufen bin, dass ich damit die eigentliche Mission beende. Aber es ist ja eigentlich nur noch im Prinzip ein weiterer Zeuge. Und ihr habt eben gerade gesehen, ich hatte die Wahl zwischen töten und leben lassen. Falls jemand Langeweile hat, wir haben einen Anruf bekommen wegen eines Tötungsdelikts im Hollow. Zentrale Ende. Das ist auch gut. Falls jemand Langeweile hat, könnt ihr mal vorbeifahren. Wir haben da einen Anruf wegen einem Tötungsdelikt. Schöne Sache, schöne Sache. Gut, und jetzt holen wir uns den anscheinend den Boss und... Ach du Heilige. Es tut mir leid. Ja, meine Fahrkünste sind nicht die besten, aber passt schon. Jetzt gucke ich aber trotzdem nochmal ganz gerne auf die Karte, weil wir haben nämlich zwei Totenköpfe. Hier steht Delray Hollow, genau, Delray. Und hier haben wir nochmal Hollow, nee, Heroin. Ja, hört sich aber alles gleich an. Aber es sind beides die gleichen Aufträge, oder? Doch, sind beides die gleichen. Aber es sind verschiedene. Moment, erledige Scheißvollstrecker. Erledige Scheißvollstrecker. Hier sehen wir auch das Risiko und den Schaden und die Belohnung. Aber ich sehe da gerade ehrlich gesagt keinen Unterschied. Deswegen bleiben wir mal hierbei. Anscheinend sind das zwei Leute, die wir erledigen dürfen. Erledige Charlies Vollstrecker. Ja, ich denke mal, das sind einfach zwei Leute, die wir jetzt erledigen dürfen. Zwar zwei voneinander getrennte, aber trotzdem. So, und dann machen wir natürlich erstmal den direkt neben der Polizeistation fertig. Ey. Erst das Geld, dann die Ware. Ich bin doch nicht ein Pfandleier. Naja. Was macht 10 plus 5? Wir mögen es nicht, wenn jemand seine Nase in den Zahn nimmt. Ich tue es nie wieder. Warst du nicht, Junge? Ausgeschlossen. Das wird dir noch mächtig leid. Gut, wir haben auf jeden Fall hier eine Menge Feindkontakt. 100, 200, 250. Das ist mein guter Fang. So, da hat natürlich jetzt einer mitgeguckt. Das bedeutet, das endet in der Schießerei jetzt. Fick dich. So, und jetzt geht's in Deckung. Jetzt wird nämlich geschossen. Ah. Komm her. Lass dich mit der Thompson vermöbeln. Bitteschön. Oh, fuck it. Das ist immer so ein Zwischending zwischen Q drücken und Alt verteidigen. So, dann holen wir uns nochmal schnell das Geld hier. Was haben wir denn hier noch? Einfach mal zerstören. Ich muss mir mal diese eine Taste zum Verteidigen, zum Blocken, also die Alt-Taste, muss ich mir mal auf irgendwo neben Q legen, weil jedes Mal, wenn ich halt angreife und dann kommt auf einmal ein Gegenangriff, drücke ich halt immer instinktiv Q, was aber komplett falsch ist. So, und wir lesen jetzt mal die Notiz. Ich weiß, dass du nervös bist, aber Georgie, wenn Georgie auftaucht, atme tief durch und bleib ganz ruhig und stell keine Fragen. Charlie ist ein guter Kerl, aber wenn du anfängst rumzuquatschen und ihn vor Georgie schlecht aussehen lässt, macht er dich trotzdem fertig. Okay. So, jetzt haben wir den Auftrag mit Donovan zu reden. Entschuldigung, warte. So, der Kollege hat hier immer noch Spaß. Ich weiß gar nicht, warum der überhaupt noch hier bleibt. Alter. Nein, was mache ich denn? Jetzt habe ich gerade Outer City im Hintergrund geöffnet. Es tut mir leid. Und es tut mir auch leid für die Aufnahme, weil ich nämlich gerade etwas schnell agiert habe. Anstatt Alt oder Steuerung zu drücken, habe ich einfach mal die Windows-Taste gedrückt. Kann man mal machen. Und dann habe ich auch noch Outer City geöffnet. Kann man auch machen.
ist natürlich hochprofessionell, versteht sich. So, und wir gucken erstmal, wo wir hinfahren. Immer noch. Erledige Scheiß Vollstrecker. Das ist anscheinend ein Spider. Ich fahre einfach mal hin und guck mal, was ich da machen muss. Und danach rede ich mit Donovan. Weil eben gerade hat mir das Spiel schon vorgeschlagen, rede jetzt schon mit Donovan. Ist aber, glaube ich, relativ wumpe, was ich jetzt mache. Obwohl, wenn ich wahrscheinlich jetzt gleich beim Donovan antanze und er mir dann sagt, ja, erledige den zweiten, dann muss ich halt nochmal los. Wenn ich jetzt natürlich schon den zweiten direkt hole, dann habe ich im Nachhinein kein Problem mehr. So, die Herren, ich bin gar nicht da. Willst du dich wirklich mit mir anlegen? Nein, will ich nicht. Lass mich in Ruhe. Ich bin ja schon wieder weg. Ich will heute jetzt mal keinen Stress, aber du kommst hinterher. Das ist toll, klasse. Ich will keinen Stress. Bleib weg. Aber der kommt trotzdem hinterher. Das ist unfassbar. Gut, dann würde ich sagen, gucken wir, ob wir mal einen anderen Weg finden, weil gerade war das doch etwas provokant von vornherein. Vielleicht hier durchs Haus durch? Nein, dürfen wir nicht. Hier, seitlich. So, diesmal schleichen wir aber. Denn nochmal so einen Kontakt wie eben gerade möchte ich nicht wirklich. Das war mir gerade zu viel Schießerei. Los mit dem Gezappel. Gut, dann jetzt schleiche ich mich mal einfach daran vorbei. Und versuche mal nur ihn im Haus zu erledigen. Wenn das klappt. Ich hoffe mal, dass es klappt. Okay, hier kommen wir schon mal nicht rein. Wir mögen's nicht, wenn jemand seine Nase. Hab unseren eingelegten. So viel dazu. Scheiße, er ist abgehauen. Sieh nach, ob er dorthin zurück ist. Gott verdammt, wir müssen. So. Ach, wir hätten ja auch einfach hier die Tür nehmen können. Ja gut, wenn das so ist. Ach komm, leck mich am Arsch. Obwohl, warte mal, wir haben da noch Geld drin, oder? Die finden uns platt. Kommt schnell her. Er geht nirgendwo mehr hin. So, Freundchen. So, ich wollte mir eigentlich nur noch schnell das Geld holen. Das ist der einzige Grund, warum ich nochmal wiedergekommen bin. Halt die Klappe. So, von dir kriege ich auch noch ein bisschen Geld. Aber eigentlich suche ich, wo ist denn das Scheißgeld? Ach, hier. So, mehr möchte ich gar nicht. Ich bin auch schon wieder weg. Ich wollte nur kurz das Geld holen und euch noch einen Ticken mehr Schaden zufügen. So, und schnell abhauen, weil da kommt nämlich gleich Verstärkung. Und wenn die ankommt, möchte ich nicht mehr hier sein. So, viel Spaß. Euer Chef ist übrigens immer noch tot, ne? Das wisst ihr hoffentlich. Ihr habt euren Job als Leibwächter echt gut getan. Also, top. Ich bin begeistert. So, und jetzt dürfen wir wieder mit dem Donovan reden. Der wird wahrscheinlich gleich hier wieder antanzen. Und was dann passiert, ich habe keine Ahnung, werden wir gleich sehen. Wenn du annimmst, werden alle verbleibenden Geschäftsziele entfernt. Jupp, ich hab machen wir. Ich habe den alten Charlie abgehört und er ist gar kein so ein übler Bursche. Eher einer von den freundlichen, sanften Hinterwäldlern. Und wie es der Zufall so will, ist seine Frau guter Hoffnung. In so einer Situation ist es einem egal, für wen man arbeitet. Hauptsache, man überlebt. Der arme Trottel wird ganz sentimental, wenn die beiden über Namen reden. Sie sind jetzt irgendwo zwischen Bussifus und Thomas Lee. Auf jeden Fall haben seine Leute die Kirche abgeriegelt. Das sind alles Typen, die handeln eher nach dem Hinterwäldler-Motto: Tötet sie, der Herr wird die Seinen schon erkennen. Wenn du die Charlie vorknöpfst, tut er aber ohne großes Theater, was ihm gesagt wird. Deine Infos sind auf dem neuesten Stand. Gehst du zurück ins Motel? Erst muss ich was essen. Wir sehen uns dann, wenn du fertig bist mit diesen inzüchtigen Arschlöchern. Und das ist anscheinend Charlie und sein Gefolge. Gut, konfrontiere Vierfinger Charlie, also Vierfinger, in Anführungsstrichen, Charlie Kinchait, keine Ahnung, Bosse rekrutieren. Denk daran, dass du vor kurzem die Kirche und das dortige Heroingeschäft verwanzt hast. Daher hast du nun die Wahl, entweder den bisherigen Boss umzulegen, was dir schnell Geld bringt, oder ihn anzuwerben, was auf längere Sicht den Ertrag des Geschäfts erhöht.
Ja, wir werden das wahrscheinlich gleich spontan entscheiden müssen, weil ich weiß halt nicht, wie mir der Kerle gleich gesinnt ist. Wenn ich ihn leiden kann, darf er weiterleben. Charlie nicht die Verantwortung für das Heroin überlassen, aber er hat darauf bestanden. Wäre Charlies Vater schuldig oder so? Charlie ist nicht halb so viel wert, wie sein Vater es war. Dammt. Wenn der Nigger seine Fresse hier zeigt, kümmern wir uns um ihn und danach kümmern wir uns um Charlie. Wie gesagt, entscheiden wir spontan, wenn er mir gefällt und nett ist, dann darf er weiterleben, wenn nicht, dann nicht. So, und ihr Schwanzlutscher? Ihr habt es eigentlich auch nicht anders verdient. Eigentlich müsste ich hier schon wieder tödliche Gewalt anwenden. Obwohl, das können wir eigentlich auch mal machen. Denn, Heroin ist keine schöne Sache. Deswegen werde ich gerade mal hier auf tödlich umstellen. So, und wenn mir da einer schief kommt, der wird dann gleich meine Liebe zu spüren bekommen. Meine unfassbare Liebe. So, und der Idiot geht einfach mal weiter. Oh, da ist eine Wache. Oh. Ich Idiot. Hätte gerade fast einen Fehler gemacht. So. Ich gehe gerade mal übers Dach drüber. Hatten wir ja auch noch nicht. In Hoffnung, dass ich vielleicht da irgendwo elegant runter kann, eine Leiter finde, keine Ahnung. Finde ich da eine Leiter? Ah, hier kann ich runter. Aber ob mir das was bringt, ich habe keine Ahnung, werde ich gleich gucken. Ja, tatsächlich. So, das Problem ist, hier gibt es keinen Hintereingang, deswegen war das etwas unnötig, möchte ich jetzt nicht sagen, aber es hätte sich deutlich eleganter lösen lassen können. Weil im Prinzip müssen wir immer noch vorne rein. Und wir haben dann eine Menge Leute. Also wirklich eine Menge. Deswegen würde ich schon fast sagen, holen wir uns erstmal den Wachposten, der da hinten rumschlawinert. Weil wenn der nämlich Alarm schlägt, dann haben wir richtig, also haben wir richtig Arsch offen. Gut. Knickback. Einer deiner Unterbosse hat zum ersten Mal einen Kickback. Ah, Kickback. Ich habe Knick verstanden. Kickbacks werden immer auf der Karte angezeigt, gleich neben dem Symbol für den Unterschlupf des Unterbosses. Was ist denn ein Kickback für dich erwirtschaftet? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich einfach... Oh, du hältst einen Anteil der Einnahmen deiner Unterbosse, weise sie in Geschäfte und Bezirke zu und verschone Informanten und Bosse für mehr Kickback. Die Loyalität deiner Bosse bestimmt den Kickback und ändert sich mit der Verteilung von Geschäften und Bezirken. Querstrich-Bezirken. Ist natürlich schön, dass es mitten in der Mission kommt. Wo ich gerade den Kollegen hier holen möchte. So, der ist auch weg. Wir haben ja aber noch 3 Wachposten. Wenn nicht sogar schon 4. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. 2 auf jeden Fall. Scharfschützenposition. Ich weiß nicht, wollen wir da mal hin? Oh kacke, oh kacke, oh kacke, oh kacke, oh kacke, oh kacke, oh kacke. So, in der letzten Folge war ich ja auch schon einmal hier oben, hatte mich aber gefragt, warum ich denn hier oben überhaupt bin. Ne? Wo war Scharfschützen? Hier war Scharfschützen? Ne, hier. Ist doch richtig. Nur das Schöne ist, es bringt mir relativ wenig, weil ich gerade noch nicht mal ein Scharfschützengewehr habe. Von daher, Dankeschön Spiel, dass du mich darauf aufmerksam machst, bringt mir aber halt nichts. So, die beiden, ich weiß nicht, ob ich die verschonen darf. Die beiden werden hier halt kritisch. So, für die anderen beiden habe ich mir jetzt gerade mal was überlegt. Warte mal. Nämlich, haben wir doch hier unten die Möglichkeit, zwischen einem Molotow und einer Voodoo-Puppe dazu wählen. Und da würde ich nämlich schon fast sagen, nehmen wir mal die Voodoo-Puppe, werfen die mal nach da hinten und gucken mal, wie die drauf reagieren. Genau, lauf mal dahin. Danke. Was denkst du, macht Georgie, wenn unser Problem kennt? Wenn seine Dealer überfallen werden. Ja, das kann man's mitkriegen.
Fuck it. Nicht schießen. Autsch. Okay, das hat sich so erledigt. Der Kerl hat nämlich gesehen, dass wir ankommen. So. Ja, das mit dem Schleichen hat sich jetzt an der Stelle relativ erübrigt. Ja, du kannst gerne zum Telefon laufen, aber das Problem ist, ich bin hier drinne. Ja, die brennen sich gerade gegenseitig weg. So. Dann ignoriere ich euch einfach mal weiter und laufe mal zu eurem Unterboss, zu eurem Boss-Boss. So, C heilen, machen wir mal schnell. Ne, können wir gar nicht, während wir hier den Kerle uns holen. Ich würde sagen, bei dem machen wir mal anwerben. Du lebst vielleicht lange genug, um deine Kinder großzuziehen. Okay, klare Sache, was immer ihr wollt. Das ist gut, Charlie, wirklich gut. So, Heroingeschäft gesichert. Auf geht's zu Donovan, würde ich mal sagen. Also wahrscheinlich jetzt gleich. Würde aber schon passen. Cassandra zuweisen, aha. Haben wir das nicht schon beim letzten Geschäft gemacht? Marihuana-Geschäftszuweisung? Fragezeichen? Ausrufezeichen? Ich habe keine Ahnung. Aktuelles Einkommen 30.000 und Einkommens plus 30.000, vermutlich weil wir noch nichts hatten. Verschonte Informanten habe ich keine. Boss verschont 2.000 und das macht unterm Strich 62.000 Geschäfte im aktuellen Bezirk 1. Das ist aktuell nur dieses Heroin- und Marihuana-Geschäft. Und ja, wir haben Büchsenmacher plus Präzision bekommen und plus Gefallen. Die Kosten für deinen nächsten Anruf bei Cassandras Verbündeten werden übernommen. Das ist schön. Wir drücken mal Enter und weisen einfach mal der Cassandra diesen Laden hier zu. Schick deine Jungs zur First Baptist Church. Wir haben uns die Redneck-Wichser vorgenommen. Ich schicke sofort ein paar Männer rüber. Und danke. Kein Problem. Gut, da kommen wieder die Kollegen. Die fahren natürlich ganz elegant mit drei gleichen Autos vor. Tja, und jetzt gehört auch dieses Gebiet mal wieder den Haitianern.